Moin Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von Zoo Tycoon Ultimate zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Hallo Manny und hallo German. German Let's Play. Maudado und Zombie, es tut mir leid. Leute, unser Zoo hat bereits eine krasse Bekanntheit. Wir sind Level 8 und können jetzt super geile Sachen bauen. Ich hol mir jetzt Flamingos oder eine Eidechse. Obwohl Eidechsen sind auch cool, aber Flamingos. Ich kaufe jetzt erstmal ein paar Lamas. Wir machen gleich einfach beides. Erstmal die Flamingos. Und da musste ich kurz aufstoßen, tut mir leid. Nicht wieder kotzen. Nein. Ich trinke kurz einen Schluck. Es ist übrigens auch wieder richtig schön schwitzig warm hier, meine Damen und Herren. Das macht Spaß. So, einmal. Ich habe drei Lamas gekauft, wir haben kaum Geld. Warum? Weil wir haben noch Freunde brauchen. Wir haben doch schon Lamas. Alter, hier war gerade alle. Ja, hier war aber gerade alles gelb. Jetzt ist alles grün. Wir kriegen ein Erdmännchen, Leute. Ja! Wir sollen es gesund pflegen, dann kriegen wir 5000 Dollar. Vorgestern. Also, sorry, ich habe das Gefühl, ihr seid richtige Tierquäler. Wieso, was machen wir denn? Ja, ihr stopft da Lama rein, die wollen viel mehr Freunde haben. Nee, du nicht anstellen. Du machst da eine Massentierhaltung. Ja, das ist das, was du machst. Wie bei Minecraft Keller damals. Ja, und? 1000 Leute in so ein kleines Ding. Ich mache jetzt erstmal ein Foto von meinen Flamingos. Nein, ich mach zuerst eins. Wenn die was gesagt hätten, scrollen. Hättest du sie umgebracht. Ja, eben. Foto behalten. Ich bin Erster. Oh. Nicht traurig sein, Zombie. Du machst einen super Job. Hast du dir die Haare gefärbt? Okay, ich habe eine neue Frisur gemacht. Oh, sexy. Ich bin Zauberer. Was ist? Komm, ich mache ein Foto von dir. Oh, ja. Level up. Suri Alpaka. Korallenotter. Alter, ein Otter. Ach, Moment mal, das ist ja eine Schlange. Tümpel. Oh, kein Otter, das sehe ich ja jetzt erst. Oh, das sieht aber wirklich schön hier aus. Kann ich die hier nass spitzen? Oh. Ja. Nee, das Tier kann diese Interaktion nicht benutzen. Was? Nee, man kann die nicht nass spritzen mit der Attraktion. Wieso willst du denn unsere Tiere nass spritzen? Weil die sauber werden wollen und ich dachte mir dann, okay, die haben doch da so ein Wasserding. Das ist wahrscheinlich. Guck dir die Stats an. Warte, da ist, weil der Dung wahrscheinlich da drin ist. Nee, den habe ich schon rausgemacht. Komisch. Tatsache, das geht echt, ist das bescheuert. Was denn? Ja, dass es hier nicht geht, dass ich das da hinbauen kann, aber es ist einfach nicht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Tier abzugeben. Ein Zoo in Nordamerika und leidet. Du musst ein Exemplar der Erdmännchen adoptieren. Okay, das kriegen wir hin. Die müssen doch bestimmt in Mini-Gehege. Das werde ich. Boah, Alter, wie groß ist denn unser Zoo bereits? Ja, genau, da baut irgendwie 1000 Dekorationen. Ja, hier hinten ist so ein riesiger Elefant. Ja, hier direkt beim Elefant. Ach so, den habe ich vorhin gesagt. Guck mal, wir haben doch einen Elefant, aber keiner hat reagiert. Oh, ja, die aber dann steht der verkehrt herum. Ja, wo guckt der denn hin? Man meckert immer nur. Weiß nicht, man kommt in den Zoo und sieht nur so einen riesigen Elefantenarsch. Ist doch geil, was sagst du? Brauchen wir einen Savannenfelsen? Ja, Erdmännchen? Ja, Savannenfelsen bestimmt. So, zack. Dann einmal die Wege verbinden. Alter, wenn das jetzt auch nicht geht, ne? Ich quitte so hart. So, dann Tiere. Neues. Alter, du willst dich doch, ey. Neues Tier adoptieren. Oh. Erdmännchen. Oh. Wie hieß der? Timo. Oder, ja, Timo. Timo. Und Pumba? Der Edgar war Pumba. Mangusten. Edgar heißt es eigentlich. Gespendete Tiere. Nee, der heißt Pebbles. Komm her, Pebbles. Savannenfelsen. Ja. Oh, Mindestgruppengröße 3. Oh, oh. Was ist vor Verwahrlosung krank geworden? Ja, das ist das Tier, was wir gesund pflegen müssen. So. Wir brauchen unbedingt Kohle. Damit wir die anderen Tiere da rein, weil wir müssen jetzt Erdmännchen. Okay, ich treibe die Preise wieder hoch. Wir brauchen mindestens ca. 2000, ja, 600. 2000. Wir brauchen etwas, wodurch die wieder Spaß haben. Also irgendwie wieder so ein Typen, der für die danced. Nee. Erstmal kriegen wir aber Geld. Ja. Ach so, wegen dem Geld. Ja, aber lass uns erstmal das Geld sparen. Weil das bringt. Wenn ich 1000 ausgebe und 3000 bekomme, dann. Ja, okay, dann mach das ruhig. Wenn du meinst, dass wir dadurch jetzt schnell Kohle bekommen. Ja. Weil Pebbles geht's nicht gut. Das ist das große Problem. 1000, oh Gott, wieso 455? Warte mal, ich mach das, dann müssen wir instant Geld haben. Ja! Oh, Manuel, du bist eine absolute Maschine. Ja, ich bin einfach, also Intelligenz ist immer groß geschrieben. Das stimmt, du bist wirklich, hier ist Pebbles, oh, wie süß. Okay, neues Tier adoptieren, einmal Howard. Ja, Howard. Adoptieren. So. Und einmal Daya. Adoptieren. Du musst auch herkommen, Paluten, sobald du fertig bist. Wieso? Was ist los? Ja, da sind drei Erdmännchen. Hi. Ich mache ein Foto von euch. Warte, ich gucke auch. Oh, noch so eine. Mach ein Foto von meinem Ohr. Nein. Bitte. Nee, du bist nicht im Bild. Wie nicht? Nee. Wo bist du? Ach, da. Hi.
Ja, jetzt ist auch Zombie da. Warte, ich mache ein Bild von euch beiden. Sexy! Sieht aus, als würdet ihr euch küssen. Ihr seid wirklich geil. So, das hätten wir jetzt gemacht. Komm mit, Balloon, komm mit. Oh, okay. Komm mit. Hier. Beste Haltebedingung. Entweder haben wir gleich verkackt oder wir haben ordentlich Kohle bekommen. Guck mal, wir haben ein Maskottchen. Oh, wie heißt der denn? Leertaste bei ihm. Interagieren. Und jetzt, oh. Oh Gott. Alter, ein High Five habe ich ihm gegeben. Der ist glücklich. Und ihr auch. Und beste Haltebedingung? Ich weiß, wie der da drunter schwitzt. Nein. Nein. Och Mist, das hätte richtig viel Kohle. Wir müssen die Tiere abgeben. Was? Hier abzugeben. Was? Nee, das ist wegen dem Erdmännchen. Wenn wir das jetzt noch 28 Minuten gut versorgen, dann kriegen wir 5000. Ich glaube, es muss nur grün werden, dann kriegen wir die 5000. Ach so, ja, das ist auch gut. Ein geheimer Sponsor hat dir Geld dafür geboten, ein Tier auszuwildern. Bring ein beliebiges Tier auf Stufe 15 und wildere es aus. Okay. Okay. Ja, aber die müssen erstmal Stufe 15 werden. Die Alpakas waren vorhin Stufe 8, vielleicht sind die schon 15. Oh. Unter den Besuchern deines Zoos wurde eine Umfrage durchgeführt. Sie hat ergeben, dass die Besucher gerne ein Exemplar der Tierart Erdmännchen mit Stufe 15 sehen würden? Ja, 15 ist echt krass. Die kosten dann auch immer so 10.000. Unsere sind, glaube ich, Stufe 6. Oh, das Wasser, au! Entschuldigung. Ist ausgegangen und muss nachgefüllt werden. Okay, Savanne. Darf ich einen See bauen? Ja, kannst du machen. Aber hier ist doch noch Wasser. Ist hier noch Wasser? Der Wüstentempel, meinst du? Ja, irgendwo hier muss Wasser nachgefüllt werden, aber hier ist überall Wasser. Ich verstehe das nicht. Gibt's einen Milchpack zu dir einen See? Okay, ich wollte gerade ein Rennen gegen mich selber. Oh! Ha! Level 10! Schwarzes Akuti! Oh, noch eine Ratte! Alter, das sind wirklich die schönsten Ratten, die ich jemals gesehen habe. Wieso kriegen wir nur Lamas und Ratten? Wir haben auch schon wieder fast ein Level, was? Ja, wir müssen das nächste Mal gehen wir dann nach Afrika oder Amerika. Da gibt's dann den krassen Kram. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Tierarten haben wir denn schon? 6. Ja, 2, ja, scheiße. Wir haben 6. Aber das ist kein Problem, weil wir können ja das auch viel mehr pushen. Durch die Mini-Gehege. Da baue ich jetzt mal Tropenwiese, nee. Ja, stimmt, wenn ich jetzt andere Vogelarten studiere, dann ist das doch ja, eine neue Art. Und das ja, klar, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Ich mache jetzt nochmal so einen Tropenteich. Ich probiere das mal. Den setze ich direkt hier neben, verbinde das Ganze und dann Tiere, neues Tier adoptieren. Ja, genau, dann mache ich jetzt so einen Kaiman. Schön die Studie beginnen. Huh, Level 4. Oh! Oh, noch eine Antilope, Alter. Das ist nice. Schön die geilen Antilope. Ja, wieso, haben wir, wieso kriegen wir nicht mal Giraffen? Was ist denn da los? Beim Start dieser Studie wird deine aktuelle Studie... Nein, bitte nicht. Ach so, okay. Ich will meinen Elefantenbrunnen fertig erforschen. Noch 30 Sekunden. Ja, die haben wir leider nicht. Also das müssen wir jetzt leider beenden. Oh, das ist ein Elefantenbrunnen. Große Wasserschlangen. Oh, krass. Warte, noch 10 Sekunden, Paluten. Okay. Ach, da oben. Ah, ja, ja. Eins. Oh. Und Kaimane. Oh, kann man bitte... Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe einfach direkt wieder eine neue Studie gemacht, aber ist fertig. Zum Savannenfelsen. Ich weiß leider nicht, ich habe den eben nicht gefunden. Einmal Maisie adoptieren, Scooter. Ah, Mindestgröße 2 Tiere. Ja, das reicht ja. Perfekt. Mann, wo ist denn dieser Savannenfelsen? Obwohl, kann ich das nicht, wenn ich jetzt die Tiere mir angucke, irgendwo, wo es rot ist? Aber den geht super. Oh, nee. Komisch. Was ist denn hier los? Die müssen alle mal auf Toilette. Hä? Haufen. Ach, weil hier überall. Leute... Wir müssen darauf achten, überall die Scheiße wegzumachen. Im Lama-Gehege waren irgendwie vier Haufen. Ja, aber was macht denn der Hausmeister? Ich raff das nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, okay, ich hab 6 Haufen in einem Ding weggemacht. Sehr gut. Ja, wir haben nur einen Hausmeister. Vielleicht sollten wir mal mehr anstellen. Ja, das stimmt. Das könnten wir auch auf jeden Fall machen. Okay. Oh, Michael nehmen wir auch mit. Ja, Michi. Kostet nur 2000. Michi, das ist ein guter. Gehege bearbeiten. Gehege Gegenstände. Tierpflege. Gehege kann nicht bearbeitet werden. Ach so, da ist schon jemand anders von euch drin. Oh, wir sind fast Level 12. Oh, wir haben schon 4000 Besucher. Hä? Was ist das denn für ein komisches Kind? Was ist denn mit dem los? Irgendwie denkt man das gar nicht, wenn man denn? Guckt, wie viele Leute da sind. Na, unser Park ist ja riesig. Jo, also, das Ding ist ein richtig fetter Oschi. Oh, und der Elefant wurde gedreht. Oh Gott, was kommt denn da jetzt hin? Wer hat mir was mit meinem Elefant gemacht? Oh. Jawoll. Oh, ein Fasser.
Und wieder Ratten. Oh, okay, das ist eine Katze, oder? Ist das eine Katze, oder was ist das? Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich werde aber gucken, dass ich das vielleicht mit einem Mini-Gehege verarbeite. Ein Pizzastand! Ja! Warte, eine Studie. Ja, Pizza. Wir haben einen Pizzastand freigeschaltet. Trockener Felsen. Hast du nicht genug Geld? Oh, ja. Können wir wieder ein bisschen Geld bekommen? Willst du mir ein bisschen Geld schenken? Wir haben keine Kohle mehr, Digga. Ich guck mal, welches Level die Edgars haben. Vielleicht können wir einen auswerfen. Oh, wer steht denn da neben mir? Oh, die muss Geld ausgeben, damit dein Vogel. Warte, reinkommt. Nein! Ich brauch das Mini-Gehege, Manuel. Was willst du bauen? Ein Vogel. Unser höchster Edgar ist Level 9 erst. Oh Mist, Mann, wir sind komplett pleite. Ich will gar nicht. Sei mal ein bisschen optimistisch. Ich möchte. Also, ich finde die Alpakas, so Lamas und so, finde ich echt cool. Und die anderen Tiere auch. Aber wir brauchen mal was Exotisches. Da irgendwas, was, damit die Leute mal hierher kommen. Ja, noch eine andere Ratte. Ich sag's die ganze Zeit. Das lohnt sich. Lemurenpflegerstand. Was ist das denn? Hä, da kann man Lemuren streicheln. Ja, aber das kann man doch am Eingang. Dafür gibst du jetzt Geld aus? Nein, ich erforsche das nur. Ja, das kostet doch Geld. Nein, erforschen kostet kein Geld. Erst doch. Nö. Doch. Hallo. Hier hat jemand ein Gehege gebaut und hier ist gar nichts drin. Ja, der Tümpel. Dafür hatten wir keine Tiere. Vielleicht haben wir mittlerweile Tiere dafür. Tiere adoptiert? Nee, haben wir nicht. Krokodile. Ja, eben, aber die kriegen wir ja nicht. Und vor allem, guck mal, oh, Krokodile in dem Mini-Ding verlooten. Das ist wirklich nicht gut. Wenn man in Käfigen steht und instant das Geld ausgibt, kaum haben wir welches. Ja. Ich verkauf das Ding, das Gehege mal. Ja, warum? Ja, weil wir dafür keine Tiere haben. Es ist doch hübsch. Nee, lass es doch da. Das sieht doch cool aus. Ach Mann. Ah! Hilfe! Oh Gott. Alle wegteleportiert. So, wie hieß das Ganze? Nicht, dass ich jetzt nochmal das gleiche baue. Gute Frage. Ja, dann mache ich einen Tropenbaum. Tropenbaum ist für Vögel, ne? Achso, ja, dann kein Tropenbaum. Eine Tropenwiese? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist bestimmt klasse. Ich bin drauf. Ja. Und? Hä? Einmal. Oh Gott, jetzt hat sich. Achso. Tiere adoptieren. Warum, Alter? Wir könnten einen Ameisenbär, eine Schildkröte, Wasserschweine. So viele geile Sachen. Ja, dann mach. Ja, wir sind hier nicht im richtigen Land. Oh, Paluten. Was? Sobald du Zeit hast, port ich zu mir. Okay. Wo bist du? Er hat natürlich Zeit. Hier, mach Leertaste bei dem. Mach Leertaste bei dem. Ja. Du kannst. Was ist denn mit dem? Ja. Ja, er springt auf meinen Arm. Ja. Er spielt mit mir. Ja. Er packt mir seinen Schwanz ins Gesicht. Was? Und jetzt springt er wieder zurück. So, ja, der hat so einen großen Puschelschwanz. Ich hab auch so ein Gesicht. Ach, du kleiner Fratz, du. Aber die Leute freuen sich. Ey, das ist auch mega beliebt. 4300. Ja, stell dir vor, das wäre so, dass du so einen Lemur über dich klettern lassen kannst. Wie cool ist denn das? Ich mach's nochmal. Alter, der zieht immer wieder dieselbe Show ab. Was für eine Verarsche. Naja, nee, ich freue mich ja jedes Mal genauso drüber, als wäre es wieder frisch. Ach, ganz frisch. Haben wir denn von den Großen? Ach doch, wir haben ja hier Tropen, Tundra. Aber wir haben doch gar nicht die Tiere dafür, oder? Soll ich mal eine Tundra bauen? Oder Outback? Ja, warum nicht? Dafür müssen wir doch Tiere haben. Okay, Tundra-Mittel-Studie läuft. Oh. Ja! Eine Giraffe! Giraffen, jawoll! Endlich. Wie geil! Da ist das Ding, meine Damen und Herren. Und da wir sind haben die Werbegurus freigeschaltet. Oh. Dann mache ich eine Savanne. Oder der Outback? Nee, eine Savanne. Damit komm mal zu mir. Eine große Savanne. Ja. Nicht genug Geld. Da bist du. Oh. Guck mal, du kannst hier keine Verbesserung reinmachen. Ich glaube, weil der Platz zu klein ist. Dann eine mittlere Savanne. Krieg das nicht an. Das ist vielleicht haben wir es noch nicht freigeschaltet. Du hast doch schon eine Verbesserung reingemacht. Was ist aber das Spiel jedes Mal blockiert? Ja, weil wir erst ein höheres Level brauchen. Nee, nein, eben nicht. Ja, doch, vorhin war Stufe 1 auch schon blockiert. Nein, jetzt gerade aber auch. Und dann habe ich drauf gedrückt und es gemacht. Und es ging. Dann backt es noch um. Toll, jetzt habe ich die Tundra gestartet. Aber ich will gar keine Tundra. Obwohl, können Giraffen in der Tundra leben? Nein. Woher weißt du das? Bist du also Giraffenexperte? Vielleicht können sie da leben, aber da fühlen sie sich bestimmt nicht wohl. Da kommt direkt wieder das Tieramt. Oh, Entschuldigung, dass ich für unsere tollen Giraffen hier was Schönes aufbauen will. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Zoo Tycoon. Ab sofort, jetzt täglich um 14 Uhr. Schaut doch unbedingt bei German Let's Play, Zombie und Nordado vorbei. Alle drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und habt ansonsten jetzt einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.